Fakt ist. Fakt ist, Integration wird oft gefordert. Aber was ist Integration? Politiker meinen mit Integration oft, dass sich jemand anpassen soll. An Gepflogenheiten, an Sitten, an eine Kultur. Im schlimmsten Fall sogar an eine Leitkultur. Integration heißt aber Annäherung. Dass eine Seite sich der anderen Seite annähert durch Verständnis. Für ihren Lebensstil, vielleicht für ihre Auffassung von dem, was gerecht und ungerecht ist. Deswegen muss jeder, wenn er sich integrieren will, auch versuchen, den anderen zu verstehen. Und der verstanden werden möchte, muss sich auch erklären. Integration ist nicht ein Forderungskatalog, den man Leuten abverlangen kann, an etwas, was man sich richten oder halten muss. Integration ist immer ein Dialog zwischen zwei unterschiedlichen Kulturen. Es ist nicht Assimilation. Die Gewinner sind die, die aufgeschlossen bleiben, die Interesse haben an seinem Gegenüber und an dem anderen, an dem Fremden. Die Gewinner sind die, die die Ohren und die Augen aufhalten, um zu wissen, dass beispielsweise Vielfalt auch eine Bereicherung einer demokratischen Gesellschaft sein kann. Die Verlierer sind die, die sich in ihren Forderungen versteifen und möchten, dass der andere sich anpasst und keinen Zentimeter von ihrer Forderung abweichen. Die Verlierer ist die demokratische Konstitution eines Staates, der Vielfalt in Kauf nehmen muss, um aufgeschlossen zu bleiben. Besser wird's, wenn man miteinander spricht, wenn man sich für den anderen interessiert, wenn man neugierig bleibt. Besser wird's, wenn man das kennt, worüber man redet. Sei es irgendein Glaube, über den man etwas irgendwo aufgeschnappt hat oder gehört hat, oder sei es irgendeine politische Auffassung. Man muss auch mit seinen politischen Gegnern reden können, denn nur dadurch, dass man mit dem anderen redet, kann man ihn verstehen. Und das ist wirkliche Integration.